besteht die Möglichkeit, als Vermieter die Miete anzupassen auf die ortsübliche Vergleichsmiete. Dies ist geregelt in den Paragraphen 558 BGB folgende. Und dies ist möglich durch eine schriftliche Mieterhöhung gegenüber den Mietern. Die wirkt, wenn sie dann auch begründet ist, nach 2 Monaten zum Anfang des 3. Monats nach Zugang dieser Mieterhöhung. Und ob eine solche Mieterhöhung zulässig ist, richtet sich danach, inwiefern ein Mietspiegel, ein qualifizierter Mietspiegel, diese Mieterhöhung rechtfertigt oder es mehrere Vergleichswohnungen, genauer gesagt 3 an der Zahl gibt, die diese Vergleichsmiete rechtfertigen oder aber als 3. Möglichkeit ein Gutachten, welches explizit ausweist, dass eine solche erhöhte Vergleichsmiete gefordert werden kann. Bei den qualifizierten Mietspiegeln ist es möglich, sofern die eigene Gemeinde einen solchen nicht ausweist, auf eine Nachbargemeinde auszuweichen. Voraussetzung ist hier jedoch, dass diese Nachbargemeinde auch tatsächlich vergleichbar sein muss zu dem Ort, für den die eigentliche Mieterhöhung gelten soll. Für die Mieterhöhung benötigen Sie Zustimmung des Mieters. Diese Zustimmung ist abzugeben nach 2 Monaten nach Zugang des Mieterhöhungsschreibens. Sollte die Zustimmung nicht erfolgen, können Sie die Zustimmung einklagen. Die erhöhte Miete können Sie jedoch erst dann verlangen, wenn Sie auch tatsächlich entweder die Zustimmung bekommen haben oder ein Urteil vorliegt, wo diese Zustimmung durch eine gerichtliche Entscheidung ersetzt wird. Schließlich ist noch von dieser Mieterhöhung zu unterscheiden die Erhöhung der Nebenkostenvorauszahlungen. Das ist im Moment ein ganz großes Thema, wo es darum geht, dass die Nebenkosten durch Energiepreise sehr nach oben schnellen und natürlich der Vermieter ein Interesse hat, die Mieter nicht nur im Falle einer hohen Nachzahlung anzusprechen, sondern auch schon im Vorhinein gegebenenfalls die Vorauszahlungen anzuheben. Dies ist allerdings nur sehr schwer möglich, denn im Gesetz ist geregelt, dass die Erhöhung der Vorauszahlungen nur in Verbindung mit einer Nebenkostenabrechnung zulässig sind. Das heißt, die Verpflichtung zu einer solchen Erhöhung geht nur dann, wenn eine Nebenkostenabrechnung vorliegt und man dort eine Nachzahlung hat. Und dort kann man dann die Nachzahlung durch 12 Monate teilen und dann pro Monat den Erhöhungsbetrag dann nochmal zusätzlich auf die Miete draufschlagen. Und ansonsten ist es während des Jahres zwischen 2 Abrechnungen nicht möglich, dies verpflichtend zu machen. Dennoch machen es einige Vermieter so, dass letztendlich den Mietern freigestellt wird, ob sie freiwillig diese erhöhte Umlage zahlen wollen. Dies ist natürlich eine Möglichkeit, die man in einem solchen Fall wählen kann. Weitere Informationen können wir Ihnen gerne geben in einem kostenlosen Orientierungsgespräch in unserer Kanzlei. Dazu laden wir Sie herzlich ein.